Moin moin Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, es geht weiter mit dem Handelsprojekt. Für mich waren es 20 Minuten, für euch waren es gefühlt ein halber Monat. Finde ich sehr nice. 1,2 KK holen wir aus dem Shop raus und ja, 2,6 KK haben wir wieder am Start. Hier kaufen wir jetzt ein Charisma des Profis für 1 KK. Wie ihr seht, 40 KK sind die günstigsten, aber wir werden das Ding für 5 KK weiterverkaufen. Derzeit gibt es auch Tigerfell im 20er-Paket für gerade mal 1,1 KK. Ganz ehrlich, das ist viel zu günstig. Wenn ich könnte, würde ich gerade alle kaufen, aber ich habe leider Gottes keinen Young. Wir kaufen auf jeden Fall erstmal ein Stack. Wenn ich später dann was verkauft habe, kaufe ich definitiv noch die anderen beiden hier. Das reicht leider auch noch nicht bis zu 1,1 KK. Das ist ziemlich ärgerlich. 300 K fehlen uns noch. So, die Tigerfell haben wir für 2 KK im 10er-Pack jetzt reingestellt. Das heißt, so gesehen wieder 3 KK Gewinn. Das Vierfache wieder rausgeholt. Und das Charisma verkaufen wir erstmal für 10 KK, hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Mal gucken, vielleicht geht es ja weg. Wenn nicht, machen wir es günstiger. Genau so muss das sein. 24 KK haben wir eingenommen. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, was wir verkauft haben. Ist mir auch egal, wir holen das Geld hier raus. Die Achats sind verkauft, das sehe ich gerade. Ansonsten sind noch ein paar Kleinigkeiten verkauft. Sehr nice. Jetzt haben wir auf jeden Fall 25 KK am Start. Wohin wollte ich sie schon holen? Jetzt mache ich es. Die Tigerfell kann ich mir jetzt leisten, da ich ja genug Young jetzt am Start habe. Okay, den nehmen wir ja auch noch mit. Hier ist ein Himmelssegen-Helm plus 9 mit 15 Wind für gerade mal 5,5 KK. Ist zwar leider Lykana, aber ich denke mal 15, 20 KK sollten wir da fix für kriegen, weil das ist einfach viel zu günstig, meiner Meinung nach. Und ich glaube, ich setze den sogar erstmal für 25 KK rein. Und als letztes kaufe ich jetzt noch mal ein paar Wassernixentruhen, denn die gehen immer bis zu 3 KK sehr gut verkauft. Deswegen kaufe ich hier jetzt noch mal die letzten 4 hier raus bis 2,5. Gibt es gerade vielleicht auch ein 2er-Pack für 4 KK? Nein, gibt es keins. Okay, gut. Dann kaufen wir die 3 Stück hier oder beziehungsweise die 4 Stück noch raus und dann packen wir erstmal den Shop wieder voll, würde ich sagen. Gott, ich hasse es, der hat den Shop nicht offen. Egal, jetzt würde ich mal sagen, packen wir dann mal den Shop wieder hier voll. Die Wassernixentruhen können wieder rein. Oh, ich habe gerade 200k Young wieder eingenommen. Die Tigerfell kommen wieder für 2 KK in den Shop. Das, der Helm, nicht das Helm, läuft bei mir für 25 KK. Und die Wassernixentruhen für 3 KK das Stück. Hier ist ein Shop mit günstigen VWKs für 111k, die sind ja gefühlt geschenkt, selbst 222 ist halt viel zu günstig. Wildergebene für 8k hätte ich auch noch ganz gerne mitgenommen, aber ansonsten kann ich hier leider Gottes nichts mehr kaufen. Und ja gut, die 3 VWKs waren hier, wir wären nochmal 3, die ich mir holen könnte, aber das mache ich jetzt mal nicht. Die ersten paar Stunden sind dann auf jeden Fall rum. Ich habe gut geschlafen, muss ich sagen. Und ja, wir haben 11,1 KK im Shop drin. Die VWKs sind weggegangen. Ein Stack Fluchsammlung ist weggegangen. Damit kann man doch auf jeden Fall jetzt wieder was anfangen. Gott sei Dank, da ist der Shop. Ich sehe ihn vom Weiten. Hier gibt es nämlich wilde ergebener VWKs für gerade mal 1,5 KK. Die sind ja derzeit so 12 KK wert. Also das ist natürlich dann ein richtig dicker Schnapper, wenn man sich 3 Stück davon genehmigen kann. Gibt es denn sonst noch irgendwas Interessantes in dem Shop drin? Nein, sieht nicht so aus. Eigentlich wollte ich gerade was anderes aufnehmen und zwar die hier für 200 KK. Aber die für 1,5 KK nehmen wir dann natürlich auch noch mit. Gibt es derzeit denn sonst noch welche? Wäre wild, wenn wir noch so ein, zwei Stück finden, weil 10 KK haben wir ja noch und in der Preisspanne bleibe ich liebend gerne bei wildergebener VWKs, aber leider Gottes sind keine mehr vorhanden. Ärgerlich, aber trotzdem nice. Ja, und ich genehmige mir jetzt noch hier die anderen Charisma-Bücher, weil die sind ja eigentlich auch immer sonst für 5 KK drin. Und hier sind halt welche gerade für 2 bis 3 KK. Die holen wir uns deswegen direkt mal alle aus dem Shop hier raus. So, eins noch und dann haben wir alle 4 uns genehmigt. Zu guter Letzt kaufen wir uns hier noch mal ein paar Steine für 320k. Ist jetzt natürlich nicht mehr der Preis wie gestern mit 100k oder sowas. Aber wir kaufen die diesmal für 320 und stellen sie für 500 rein, weil ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, die zu verkaufen. Und deshalb kaufen wir uns die hier einfach mal so weit raus, wie wir können und stellen die dann für 500 rein. Ich bin dann wieder pleite. Die Wildergebende haben wir für 11 KK reingestellt. Die einzelnen wieder für 1 KK. Die Charisma, wie gesagt, schon für 5 KK und die Steine für 500. Da liegen Sachen wieder rum, die schnappe ich mir doch direkt. Eine Segi liegt selbst hier auf dem Boden, finde ich geisteskrank. Auf jeden Fall wieder Nullersteine, die nehmen wir mit. Zufallsschatzkiste, kriegen wir 3 weiße Haarbänder plus raus. Und 2 200er, das Deck Schmucksteine, 3 sogar, die wir wieder aufgehoben haben. Da kriegen wir wieder bestimmt 3 KK für. Da hinten liegt wieder was, ey, das ist so heftig, wie viel hier eigentlich immer rumliegt. Ist das 1 oder 2? Nein, okay, die brauchen wir nicht. Gut, wieder was auf dem Boden gefunden, sehr schön. Sehr schön, wir haben wieder ein bisschen Young im Shop und zwar 36 KK. Die holen wir fix raus, die will der Gegner
7er VWKs sind weg, 2 SKFBs sind weg und nochmal 7 Steine. Ich frage mich, warum der hier nicht gekauft worden ist, aber egal, soll mir komplett egal sein. Wir packen auf jeden Fall jetzt noch die anderen Steine wieder hier rein für 500k, weil die für 500k ja auch weggegangen sind. Und die Sigi packen wir dann noch für 3kk gleich rein. Hier lagen gerade wieder ein paar Mondi-Drops, die habe ich mir genehmigt und die Sachen mal in den Shop gestellt. Die Shunjo-Sprachen und die Shinzo-Sprachen habe ich mir alle geschnappt und die Lucys-Ringe und die Sprachringe. Die Sprachringe und Lucys habe ich für 300k reingestellt und die anderen beiden hier für 200k pro. Und es hört einfach nicht auf. Wie gesagt, ich nehme das hier erstmal alles mit, weil Shopfüller ist immer was Schönes und hier haben wir halt wieder ganz viel Shinzo-Sprachen und so. Und deswegen nehme ich es halt erstmal mit. Man kann sie halt später wieder wegwerfen, falls wir dann genug Platz oder Platz im Shop benötigen, dann schmeißen wir sie wieder weg. Aber vorerst nehme ich sowas halt ganz gerne dann mit. Hier ist doch mal ein kleiner, aber feiner Shop. Mal gucken, was wir hier alles rausfischen können. Erstmal Froschschenkel haben wir hier günstig. Froschzungen, gibt es noch was Schönes, was wir mitnehmen können. Dämonen-Edelsteine sind zu teuer hier tatsächlich drin. Hier die Fair Plus weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, das ist auch nicht so rentabel. Aber die Flammenmähen, die nehmen wir definitiv mit. Eiskugel Plus auch nicht das Wahre sonst dabei. Und ich glaube, das war es auch schon. Aber trotzdem ist das natürlich eine gute Ausbeute wieder gewesen, womit wir auf jeden Fall was rausholen können. Aber nee, gut, das war's. Hier haben wir nochmal 3 Gewebe Plus für 550k. Das ist auch noch sehr, sehr günstig. Aber gut, jetzt war es das wirklich. Und naja, gut. Am Ende können wir damit locker wieder 10, 15kk rausholen. Kampfrausch-BDV 750k. Ja gut, den nehmen wir auch nochmal mit. Und jetzt war es das aber. Seelensteine, 4 Stück, 350k. Also ich hätte eigentlich einfach mal unten anfangen können, bevor ich hier was sage. Dann hätte ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr rausholen können. Aber gut, jetzt sind wir soweit durch. Gibt es hier noch Eisstücke plus 4 Stück, 1,5. Nee, danke. Das lassen wir bleiben. Aber gut, das war trotzdem eine sehr, sehr gute Ausbeute. Und nun ja, was soll ich sagen? Der Shop ist das erste Mal komplett voll. Das freut mich natürlich. Die Froschzungen haben wir hier für 5kk reingestellt. Gewebe für 4,5. Die Flammen ebenfalls für 5. Die Kampfrausch, das Kampfrausch BDV für 4. Die Froschschenkel für 8. Und die Seelensteine im 4er-Pack ebenfalls für 2kk. Und somit ist der Shop das erste Mal komplett voll. Das freut mich. Und um das letzte Yang auszugeben, gönnen wir uns die Ork-Coin, weil die sind gerade richtig günstig. Sonst sind die immer deutlich teurer. Aber dieses Mal genehmigen wir uns die, weil die halt einfach sehr, sehr wichtig sind. Ich glaube, für Titanschilder sind Ork-Coin. Deswegen werde ich mir die auf jeden Fall alle soweit gönnen. Noch ein Stack hier für 7,5. Dann werde ich noch hier 10er-Packs kaufen. Und dann reicht das erstmal, was weiß ich. Ich werde die dann wahrscheinlich im 10er-Pack für 3,5 oder so reinstellen. Dafür sollten wir sie eigentlich locker flockig verkauft kriegen. So, dann sind die 50 weg, dann gehen wir hier noch 2 10er Pakete und dann sind wir auch schon wieder pleite. So, ein Stack noch und dann mal gucken, wie ich sie gleich alles im Shop packen werde. Die 10er Packs haben wir für 4kk reingestellt und die 50er habe ich jetzt für 18kk erstmal reingestellt. Wir haben 40kk im Shop, die holen wir direkt mal raus hier. Und wir genehmigen uns hier jetzt erstmal ein 200er Stack Eisstücke plus, das ist natürlich extrem günstig und ja, es gibt leider Gottes noch mehr und das ärgert mich gerade extrem. Ich würde die gerade zu gerne hier auch noch kaufen, weil das wäre ein richtig dicker Gewinn hier. So, es ist jetzt alles hier drin im 10er Pack. Für 7,5kk haben wir die reingestellt. Für die nächsten, die im Shop waren, waren 8kk. Deswegen unterbieten wir das mal ein bisschen, damit meine ein bisschen schneller verkauft gehen. Reiterisch müssen wir jetzt einfach nur 6 Stacks verkaufen. Da haben wir schon einen Gewinn gemacht. Das ist natürlich sehr nice. Und damit haben wir ordentlich Profit gemacht am Ende. Alleine schon 150k kommen wir raus. Das heißt, wir haben 110kk Profit mit den Eisstücken plus gemacht. Und an der Stelle war es das dann mal wieder mit dem Video. Ich blende euch dann natürlich wieder unten ein, an was für einen Standpunkt wir uns befinden derzeit. Und ja, ich hoffe, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Lasst gerne ein Like da und einen Kommentar, würde mich freuen. Und wenn ihr Bock auf Mädchen 2 habt, registriert euch gerne über meinen Link. Damit unterstützt ihr mich kostenlos. Ansonsten, falls ihr Codes für Tigers braucht, ihr wisst ja schon Bescheid. Einfach in Discord mich anschreiben, dann sende ich euch ein paar Codes zu. Ansonsten würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Euer Simply. Ciao, Freunde.